Im heutigen Video wollen wir uns das Ladybug, also Marienkäfer-Memory-Spiel von Nintoys oder Nantoys näher anschauen. Das ist ein internationales Spiel, das heißt, kommt nicht aus dem europäischen Raum, sondern wurde im Prinzip für alle präpariert, unabhängig von der Sprache. Also es wird weltweit verkauft. Wir haben das hier in Italien gekauft. Wir müssen sagen, es ist eine echt schöne Sache. Und auch die Amazon-Bewertungen sprechen Bände, siehe Artikel-Link. Das ganze Spiel wurde in Spanien hergestellt, daher kommt es auch. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Also es ist ein Memory-Spiel mit kleinen Marienkäfern. Man hat sozusagen hier Marienkäfer, die man abnimmt. Aber das Besondere ist, unterhalb der Marienkäfer finden wir was. Wir nehmen das Ganze mal ab. Und da zeige ich euch das. Genau, darunter ist es nämlich so, dass man hier ganz verschiedene Memory sozusagen Version reinmachen kann, und das Spiel gibt es einige Vorlagen. Man kann das verkehrt um und so spielen, und dann setzt man sozusagen immer die Marienkäfer drauf. Da man diese Memories immer verdrehen kann, spielt man jetzt sozusagen und sucht sich Marienkäfer. Man deckt das ab und dementsprechend schaut man, wo ist hier zum Beispiel jetzt die kleine Flucht oder Frucht oder ähnliches drauf. Und danach, sobald man die gleiche Frucht gefunden hat wie jetzt hier, kann man sich das Ganze behalten. Das Schöne ist, das ist aus, die Figuren sind aus Massivholz gefertigt, schmiegen sich schön an, haben einen echt schönen Kunstdruck, und das untere Teil ist bedrucktes Leimholzplatte. Die Ecken sind so, dass es auch sehr stabil ist. Also man sieht hier wirklich sehr stabile Holzpuffer, wo man das Ganze dann draufstellen kann. Und auf, zu guter Letzt natürlich, Europäische Union hat auch das CE-Kennzeichen. Alles in allem muss ich sagen, ist das Spiel recht cool. Es gibt ja auch im Internet sogar solche Vorlagen, wo man dann selber sich Spiele gestalten kann, die farbig ausdruckt oder selber malt. Und dann hat man ganz verschiedene Platten, die man bespielen kann. Das Ganze passt dann auch super in die Verpackung. Wenn man das übereinander setzt, ist die Verpackung kaum größer als das Spiel. Wir zeigen das jetzt nochmal. Genau, also das kann man super einpacken und dann auch für die Reise und den Transport mitnehmen. Das wär's von unserem Video. Ich würde euch das Ganze verlinken, und klare Geschenkidee für ein Memory-Spiel der anderen Art. In Deutschland kenne ich bis jetzt nur die Ravensburger Memory-Spiele. Dieses finde ich besonders schön, weil es einfach nochmal ein bisschen haptischer ist und dementsprechend den Kindern auch mehr gefällt. Und man kann es auch auf einer kleineren Fläche spielen. Das heißt, im Auto geht das auch mal oder im Campingwagen oder ähnliches. Das wär's von diesem Video. Ich verlinke euch das Ganze. Macht's gut. Tschüss.